Was passiert, wenn man zu scharf isst? Ganz genau, dann gibt es den Afterburner. Ja. Das heutige Video wird euch präsentiert von Thermal Grizzly und ihren neuen Wireview Grafikkartenadaptern. Die Wireview Adapter sind das Nonplusultra, wenn es darum geht, die Leistungsaufnahme eurer Grafikkarte zu überwachen. Um den Adapter in Betrieb zu nehmen, muss diese einfach in eure Grafikkarte gesteckt und dann mit den PCI Express Stromkabeln eures Netzteils verbunden werden. Sobald alles verbunden ist, könnt ihr die Leistungsaufnahme eurer Grafikkarte direkt in Echtzeit auf dem kleinen Display auslesen. Neben der Leistungsaufnahme könnt ihr euch auch noch andere Werte anzeigen lassen, wie zum Beispiel Stromstärke und Spannung, die minimale und maximale Leistungsaufnahme und den Verbrauch über einen bestimmten Zeitraum. Zusätzlich ist das auch noch ein 180-Grad-Adapter, wodurch das Kabelmanagement für eure Grafikkarte deutlich einfacher und schöner wird. Die Wireview-Adapter gibt es übrigens in vielen verschiedenen Ausführungen, um möglichst viele Grafikkartenmodelle abdecken zu können. So gibt es zum Beispiel Versionen mit einem 8-Pin, 2-8-Pins, 3-8-Pins, 12-Volt High-Power in Normal und Reversed. Egal welche Grafikkarte ihr also habt, ihr findet im Sortiment von Thermal Grizzly mit Sicherheit den passenden Adapter für euch. Für weitere Informationen zu den Thermal Grizzly Wireview Adaptern, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, dort habe ich euch alles Wichtige verlinkt. Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es bei Bens Hardware tatsächlich mal nicht um Hardware, sondern um Software. Ich will euch heute nämlich 6 Programme vorstellen, die meiner Meinung nach jeder mit einem PC bzw. Gaming-PC haben sollte, da die einfach extrem nützlich sind. Und es sind auch alles komplett kostenlose Programme, ich bin mit denen auch nicht verpartnert oder sonst irgendwas. Manche davon haben zwar eine Pro-Version, für die man bezahlt, muss, aber die Grundfunktion ist auch in der Free-Version immer verfügbar. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und greifen direkt das Intro auf, nämlich MSI Afterburner. MSI Afterburner wird dem einen oder anderen mittlerweile wahrscheinlich schon etwas sagen, aber das Tool ist einfach immer noch so gut und kann so viel, dass ich einfach nicht drum rum komme. In seiner Grundform ist Afterburner ein Grafikkartenüberwachungs- und Übertaktungstool, kann aber noch wirklich viel, viel mehr. Das Teil ist so umfangreich, denn man könnte da echt schon fast ein eigenes Video drüber machen. Ich werde euch jetzt aber möglichst kompakt die wichtigsten Grundfunktionen zeigen. So sieht's aus, wenn ihr Afterburner das erste Mal runterladet. Ist erstmal relativ verwirrend, aber wenn man sich ein bisschen zurechtfindet, wirklich sehr, sehr einfach. Hier oben habt ihr dann erstmal einfach eine Überwachung eurer aktuellen Grafikkartendaten. Ihr habt hier die GPU-Geschwindigkeit, also den Takt, ihr habt den Speichertakt, ihr habt hier dann noch die Spannungsanzeige, ist aktuell aber deaktiviert und dann habt ihr hier noch die Temperatur eurer Grafikkarte. Hier habt ihr dann noch den Voltage-Bereich, also für die Spannung. Hier habt ihr den Clock, also den Taktbereich. Hier könnt ihr die Grafikkarte ganz leicht übertakten, indem ihr hier zum Beispiel einfach den GPU-Takt erhöht. Machen wir jetzt natürlich erstmal nicht, aber so würde das theoretisch funktionieren. Hier könnt ihr auch noch den Speichertakt erhöhen. Und das ist natürlich nicht so, man muss sich schon mit Übertakten auseinandersetzen, aber mit Afterburner ist es so, man kann nicht wirklich was kaputt machen. Vor allem, wenn man nicht an die Spannung rangeht, dann kann man sowieso nichts kaputt machen. Aber ich kann jetzt nicht einfach den Kerntakt auf plus 1000 MHz stellen, also plus 1 GHz und dann auf Speichern drücken, weil das wird nicht so einfach funktionieren. Man muss dann natürlich entsprechend rausfinden, was für seine Grafikkarte funktioniert, was die eigene Grafikkarte kann. Man muss dann natürlich auch ab einem gewissen Overclock die Spannung entsprechend mit erhöhen. Hier hat man dann noch ein Schnellwahlmenü für den Lüfter. Hier kann man aber noch mehr machen. Hier hat man nämlich auch eine Powerlimit-Regelung. Hier kann man festlegen, was das maximale Powerlimit eurer Grafikkarte sein darf. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, soll nur maximal 90% der maximalen Leistungsaufnahme, was die Grafikkarte kann, zulassen. Man kann hier auch das Temperaturlimit erhöhen, damit die Grafikkarte sozusagen etwas heißer werden darf, bevor sie runtertaktet. Und hier unten könnt ihr dann einfach noch die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Afterburner hat noch eine weitere sehr, sehr wichtige Funktion, nämlich den Kurveneditor für die Spannung. Und das ist im Grunde genommen einfach die Kurve, mit der ihr eure Grafikkarte undervolten könnt. Wie genau das funktioniert, werde ich jetzt hier nicht erklären. Ich habe dazu schon ein eigenes Video gemacht, verlinke ich euch unten auch nochmal. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, da habe ich ein komplettes Tutorial, wie man mit Afterburner ganz leicht undervolten kann, damit die Grafikkarte kühler, sparsamer und vor allem auch leiser läuft. Wenn ihr mit der Grafikkarte undervolten oder übertakten wollt oder was auch immer, könnt ihr das Ganze natürlich auch in Profilen abspeichern. Hier in der Standardversion sind jetzt 5 Profile verfügbar und dann könnt ihr die einfach immer wieder reinladen. Ganz interessant ist auch noch der Detach-Modus. Hier könnt ihr dann sozusagen die ganzen Sensoren einfach in einem extra Fenster anzeigen und dann hier auch alles tracken, wie sich die Grafikkarte gerade verhält. Ein extrem gutes Feature von Afterburner ist natürlich auch das sogenannte OSD, also das On-Screen
Touchscreen Display. Wenn ihr Afterburner installiert, werdet ihr auch gefragt, ob ihr den ReverTuner Statistics Server installieren wollt. Das ist eine Zusatzsoftware fürs OSD. Solltet ihr also auf jeden Fall mit installieren, wenn ihr den nutzen wollt. Und wenn wir hier mal in die Einstellungen reingehen, können wir hier bei dem Überwachungstab bzw. dem OSD-Tab erstmal hier festlegen, wie man das OSD aktiviert. Und dann in der Überwachung können wir festlegen, welche Sensoren bzw. welche Werte im OSD angezeigt werden sollen. Ich habe jetzt einfach mal FurMark aufgemacht und das OSD könnt ihr euch eigentlich in jeder DirectX-Anwendung, die gehookt werden kann, anzeigen lassen. Und das hier oben in der linken Ecke ist das sogenannte OSD. Ihr seht hier jetzt schon, wir haben hier unsere FPS-Anzahl, wir haben unsere Frame-Time hier, wir haben die RAM-Auslastung und so weiter, wir haben CPU-Temperatur und Auslastung, GPU-Temperatur, Auslastung und Stromverbrauch bzw. Leistungsaufnahme. Dann haben wir hier noch, was der VRAM gerade macht und hier kann man sich wirklich ganz, ganz viele Werte anzeigen lassen. Das ist natürlich super schön, weil man kann diese dann in Spielen zum Beispiel oder dieses OSD kann man im Game dann aktivieren oder auch deaktivieren, einfach damit man permanent überwachen kann, was die Grafikkarte denn gerade macht. Und ja, das ist einfach ein geiles Feature. Man kann es auch einfach nur für die Framerate zum Beispiel nutzen, weil nicht jedes Spiel hat einen Framerate-Counter. Mittlerweile schon einige, aber nicht jedes. Und dann kann man sich zum Beispiel auch nur die Framerate anzeigen lassen, wenn dann die anderen Werte beim Zocken nicht interessieren. Ich persönlich habe halt eigentlich immer die Framerate aktiv, die GPU- und CPU-Temperatur und dann vielleicht noch die Auslastung. Aber man muss es jetzt natürlich nicht überladen. Ich benutze das OSD halt wirklich super viel zum Benchmarken, weil es einfach extrem angenehm und einfach ist. Aber ja, wie gesagt, ihr seht hier, wie viele Sensoren ich hier drin habe. Man kann sich ja wirklich alles Mögliche anzeigen lassen. Als Gamer ist Afterburner meiner Meinung nach wirklich ein Muss, alleine wegen den Überwachungsfunktionen. Klar, wenn man jetzt übertakten oder undervolten will, dann kann man das natürlich auch nutzen. Ihr könnt zum Beispiel hier auch eine komplette Custom-Lüfterkurve für eure Grafikkarte erstellen. Das heißt, ihr müsst hier einfach die Lüfterkontrolle übernehmen bzw. aktivieren, nicht übernehmen. Und dann könnt ihr hier einfach wie im BIOS für eure normalen Gehäuselüfter eine Lüfterkurve für eure Grafikkarte einstellen, was natürlich auch ein sehr nices Feature ist. Das nächste Tool nennt sich HW-Info64 und das ist auch ein Überwachungstool, mit dem man alle Sensoren des PCs überwachen kann und eben auslesen kann. So sieht das Ganze aus, wenn man die Sensoren das erste Mal öffnet und das ist erstmal sehr überwältigend, aber eigentlich ist es gar nicht schwer zu verstehen. Es ist alles gelabelt, was die einzelnen Werte sind. Wir haben hier zum Beispiel unsere CPU mit den P- und E-Core-Takten. Wir haben hier dann natürlich auch noch die ganzen Temperaturen und so weiter. Wir haben hier Leistungsaufnahme, alles Mögliche. Also hier seht ihr zum Beispiel PL1, PL2. Wir haben ja unsere aktuelle Leistungsaufnahme. Wenn wir da runter scrollt, kommen auch noch die ganzen Übersichten für den RAM und so weiter. Hier haben wir noch Mainboard-Werte, zum Beispiel ja irgendwelche Temperatursensoren auf dem Mainboard und so weiter. Wir haben ganz viel noch für SSDs und DIMM-Slots. Wir haben hier noch für unsere Grafikkarte alle Sensoren mit drin. GPU, Leistungsaufnahme und so weiter. Also mit HW-Info64 könnt ihr wirklich alles auf eurem PC überwachen. Man kann hier zum Beispiel dann auch einfach mal so einen Wert hier andrücken, so einen Sensor. Dann öffnet sich hier so ein kleines Panel, wo man dann hier so ein Tracking-Diagramm hat. Und da kann man das dann einfach wirklich sehr, sehr schön auslesen. Ist natürlich jetzt ein Tool, das man nicht unbedingt täglich braucht oder permanent anhaben muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Probleme mit dem PC hat, dann kann man hier wirklich sehr, sehr schön, okay, vielleicht werden die P-Cores zu heiß oder die E-Cores werden zu heiß oder die P-Cores oder E-Cores takten nicht richtig oder mein Speicher wirft irgendwelche Fehler oder die Grafikkarte wird zu heiß oder hier unten werden zum Beispiel auch die Hardware-Errors von Windows angezeigt. Man kann damit einfach super viel auslesen. Man bekommt einfach extrem viele Informationen über sein eigenes System, die man so von Windows jetzt nicht einfach bekommt. Und deswegen finde ich, ist HW-Info einfach ein Muss für jeden, der sich mit seinem PC ein bisschen intensiver auseinandersetzen will. Und ja, wenn man jetzt seinen eigenen PC baut und Enthusiast ist und den PC das erste Mal zum Beispiel zusammengebaut hat, dann kann ja immer was sein, dass irgendwas nicht richtig läuft, dass man irgendwie zu wenig Wärmeleitpaste hat und deswegen überhitzt die CPU dann oder so. Kann natürlich alles sein, gibt ganz viele Szenarien und da hilft HW-Info64 einfach super, super stark, dass man eben alles im Blick hat und wirklich ja über seinen PC bestens Bescheid weiß. Jetzt kommt ein Tool, das einen völlig anderen Einsatzzweck hat, nämlich der Revo Uninstaller. Ihr kennt es mit Sicherheit, ihr installiert ein Programm und dann braucht ihr es 2 oder 3 Mal und dann wollt ihr es wieder deinstallieren. Dann nutzt ihr entweder den integrierten Uninstaller oder ihr deinstalliert es über Windows und dann sind da immer noch irgendwelche Ordner vorhanden, die durch die Installation nicht weggegangen sind. Es sind noch Registry-Einträge da und so weiter. Und Revo Uninstaller
löst eben exakt dieses Problem. So sieht's aus, wenn ihr Revo das erste Mal öffnet, und das Programm ist wirklich auch super einfach zu verstehen. Es gibt von Revo auch eine Pro-Version, da kann man dann mehrere Sachen gleichzeitig deinstallieren und noch irgendwie ein paar andere Features, aber ich persönlich benutze auch nur die Free-Version, weil ich muss jetzt nicht 20 Programme auf einmal deinstallieren. Ihr müsst dann das Programm, das ihr deinstallieren wollt, einfach suchen. Ich habe jetzt mal CoreTemp genommen, einfach um ein Exempel zu statuieren. Dann drückt ihr das an und geht hier oben auf Anwendung deinstallieren. Dann könnt ihr hier noch einen Systemwiederherstellungspunkt vor der Deinstallation erstellen. Würde ich persönlich immer machen, weil man dann auch Registry-Einträge löschen kann, wenn man möchte. Und dann wird immer zuerst der programmeigene Uninstaller ausgeführt, falls es einen gibt. CoreTemp hat einen Uninstaller, deswegen wird der erstmal ausgeführt. Wenn das dann durch ist, werden wir nach einer Analyse gefragt. Hier können wir dann gefahrlos, moderat oder intensiv auswählen. Ich nehme hier immer intensiv, hatte noch nie Probleme damit. Dann wird gesucht. Dann werden hier die ganzen verbliebenen Registry-Einträge angezeigt, die CoreTemp hinterlassen hat, obwohl wir das Programm gerade deinstalliert haben. Hier kann man dann theoretisch einfach auf alle markieren gehen und dann löschen, aber man muss die Registry, wenn man mit der Registry nichts zu tun haben will, muss man das nicht löschen. Man kann es hier auch einfach lassen. Ich persönlich lösche einfach immer alles mit, weil wir ja eh den Wiederherstellungspunkt gemacht haben. Das heißt, wenn mal irgendwas schief gehen sollte, kann man einfach zurücksetzen. Aber wie gesagt, ich hatte da auch noch nie Probleme damit. Und dann im nächsten Schritt werden uns noch verbliebene Dateien und Ordner angezeigt. Okay, CoreTemp hat jetzt nicht sonderlich viel hinterlassen, aber ich hatte schon teilweise Programme, wo ihr dann wirklich, keine Ahnung, noch 200, 300 oder 400 Megabyte an Müll einfach vorhanden waren. Hier kann man dann auch auf alle markieren gehen und dann löschen, und dann ist CoreTemp vollständig vom PC entfernt. Da ist jetzt gar nichts mehr übrig. Das ist super hilfreich, um das System einfach schön clean zu halten, weil ich weiß selber, wie es ist. Man braucht jetzt für irgendeinen speziellen Anwendungsfall ein Tool oder zwei Tools oder drei Tools, irgendwelche Audio- oder Videokonverter oder was auch immer, benutzt sie dann einmal und dann hat man den ganzen Müll dann auch drauf, und mit Revo kann man das Ganze halt einfach super easy entfernen. Machen wir weiter mit Programm Nummer 4, und dabei handelt es sich um Fan Control. Habt ihr bei mir in den Videos auch schon des Öfteren gesehen, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass viele Leute dieses Programm noch nicht kennen bzw. noch nie davon gehört haben. Mit Fan Control habt ihr einfach die volle Kontrolle über all eure Lüfter im System, ohne auch nur ein einziges Mal ins BIOS zu müssen. Klar, ihr könnt auch im BIOS eure Lüfterkurve einstellen, aber ich weiß selber, wie es ist, wenn man da ein bisschen rumprobieren möchte und einfach erstmal schauen muss, ja, welche Lüfterkurve fürs eigene System denn am besten passt, dann muss man eine Lüfterkurve im BIOS ein, dann geht man ins Spiel rein, schaut, wie sich die Lüfter und die Temperaturen verhalten, dann muss man nochmal rausgehen, wieder ins BIOS rein und so weiter und so fort. Und das kann ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, beziehungsweise einfach relativ nervig sein. Und dieses Problem habt ihr mit Fan Control einfach gar nicht. Wenn ihr das Programm das erste Mal öffnet, seht ihr einfach all eure Lüftersensoren, die halt verfügbar sind. Wir haben hier zum Beispiel CPU-Fan, Pump-Fan, System-Fan 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das korrespondiert eben mit den Lüfteranschlüssen auf eurem Mainboard. Hier haben wir dann tatsächlich auch nochmal einen Sensor für den Grafikkartenlüfter. Und das Programm ist wirklich super einfach. Wir nehmen als Beispiel jetzt einfach mal den CPU-Fan, weil das auch der einzige Lüfter ist, der auf der Testbench angeschlossen ist. Und aktivieren diesen jetzt hier einfach mal, indem wir den kleinen Schalter umlegen. Dann können wir hier auf die drei Punkte gehen und zum Beispiel die Manual Control auswählen. So, jetzt können wir zum Beispiel einfach sagen, okay, wir wollen, dass der Lüfter immer mit 80% läuft. Und dann seht ihr hier direkt, die Drehzahl erhöht sich, und ihr hört es wahrscheinlich auch, der Lüfter dreht sich dann schneller. Hier kann man sozusagen einfach dann, also mit dieser Manual Control kann man einfach statische Lüftergeschwindigkeiten für jeden einzelnen Header einstellen. Jetzt ist es aber natürlich so, eigentlich wollen wir eine Lüfterkurve. Das heißt, wenn die CPU kühl ist, dann wollen wir, dass der Lüfter auch langsam dreht. Wenn die CPU wärmer wird, dann wollen wir, dass der Lüfter schneller wird. Und das geht mit Fan Control natürlich auch. Ihr habt hier unten schon den Curves-Bereich, und wir machen jetzt einfach mal eine neue Lüfterkurve, indem wir hier auf das Plus drücken. Wir wollen jetzt einfach mal eine ganz klassische Lüfterkurve mit so einem Graph erstellen. Also drücken wir auf Add Graph Fan Curve. Dann öffnet sich hier ein neues Fenster. Die können wir theoretisch auch umbenennen, also zum Beispiel Lüfterkurve 1. Dann können wir hier die Temperaturquelle auswählen, und hier können wir auch zwischen ganz, ganz vielen Sensoren, also eigentlich jedem Temperatursensor, der verfügbar ist, können wir hier auswählen. Wir nehmen einfach mal das CPU Package, das haben wir hier, und das sind gerade, ja, 43 Grad. So, dann gehen wir hier auf Edit. Dann öffnet sich ein neues Fenster, und hier können wir jetzt, wie man es aus dem BIOS schon kennt, ganz präzise unsere Lüfterkurve einstellen. Sagen wir doch einfach mal, wir sind bei 30 Grad und wollen, dass unser Lüfter dann mit 10% dreht. So, dann machen wir hier einen neuen Punkt, dann wollen wir so, dann gehen wir so, dann werden wir immer wärmer. So, ab 80 Grad wollen wir dann 50%, dann gehen wir so rüber und dann gehen wir ganz nach oben. Ist jetzt einfach nur ein random Beispiel.
dann drücken wir hier auf OK. Ihr könnt ja auch noch die Response Time und so weiter einstellen. Und die Hysterese ist sozusagen, das ist die Range, wann denn überhaupt, also wie stark sich die Temperatur verändern muss, damit überhaupt eine Veränderung der Drehzahl stattfindet. Und dann noch die Response Time könnt ihr auf eine Sekunde lassen, könnt ihr aber auch ein bisschen höher stellen. Dann drücken wir hier auf OK und dann haben wir jetzt hier unsere Lüfterkurve. Und jetzt können wir wieder zu unserem CPU-Fan zurückgehen und hier dann Lüfterkurve 1 auswählen. Und jetzt läuft die Lüfterkurve, die wir hier gerade erstellt haben, auf dem CPU-Fan. Und so könnt ihr theoretisch für jeden Fanheader eine komplett eigene Custom-Lüfterkurve einstellen. Macht natürlich jetzt nicht unbedingt Sinn, das für jeden einzelnen Header unterschiedlich zu machen. Man kann natürlich hier auch sagen dann zum Beispiel, okay, meine System-Fans, also die Gehäuselüfter, haben eine eigene Kurve und mein CPU-Fan hat eine eigene Kurve oder so, also irgendwie sowas. Kann man dann machen, wie man will. Dem ist hier keine Grenzen gesetzt und das Ganze ist einfach deutlich angenehmer und deutlich übersichtlicher, finde ich, auch als im BIOS. Die nächsten beiden Programme fasse ich einfach mal als ein Programm zusammen, weil das sind meiner Meinung nach Tools, die unerlässlich sind, wenn man sich sein PC selbst baut. Die Rede ist von zwei Stresstestprogrammen, einmal Prime 95 für eure CPU und einmal Thermark für eure GPU. Und wenn man sich einen PC selbst baut, dann muss man natürlich nach dem Bau erstmal schauen, okay, habe ich alles richtig montiert? Ist der Lüfter richtig drauf? Ist die I/O richtig montiert? Habe ich die Paste richtig drauf gemacht? Läuft die Grafikkarte richtig? Und dafür sind eben solche Stresstests wirklich unerlässlich. Da gibt es ganz viele davon. Cinebench ist auch so ein Ding natürlich. Aber die Programme, also wie Prime 95, ist einfach noch einfacher. Und Thermark ist auch super einfach zu verstehen. Und alles kleine Programme, die wirklich extrem leicht sind, damit man da irgendwas testen kann, selbst als kompletter Laie. In Prime 95 zum Beispiel, wenn ihr das Programm öffnet, dann habt ihr hier oben einfach Options. Hier habt ihr noch viele andere Funktionen, die ihr eigentlich so gar nicht braucht. Das Wichtigste ist hier der sogenannte Torture-Test. Ihr habt dann natürlich auch noch einen Benchmark, also ihr könnt auch einen Prime 95 Benchmark machen. Aber der Torture-Test ist einfach sozusagen ein dauerhafter Stresstest, der so lange läuft, bis das System entweder abstürzt oder bis ihr ihn manuell beendet. Und wenn ihr da dann drauf drückt, öffnet sich ein Fenster, wie denn der Stresstest ablaufen soll. Ihr habt hier zum Beispiel, könnt ihr einstellen, wie viele Kerne belastet werden sollen, ob Hyperthreading verwendet werden soll. Ihr habt hier dann noch verschiedene Einstellungen, was der Stresstest genau machen soll oder was besonders gestresst werden soll. Ich benutze eigentlich immer Small FFTs. Das ist so der anspruchsvollste mit der maximalen Belastung für CPU und RAM. Und ihr könnt aber auch einfach Blend nehmen. Das ist dann so eine Mischung aus allen, die ihr hier seht. Also Large FFTs, Small FFTs und Smallest FFTs. Aber wenn ihr wirklich volle Dröhnung haben wollt, dann nehmt einfach Small FFTs als Preset, drückt auf OK und dann startet der Stresstest. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit HW-Info 64 überwachen, wie heiß denn eure CPU wird und ob die ganzen Taktraten, die erreicht werden sollen, auch wirklich erreicht werden. Das ist halt einfach ein super cooles Tool, um zu prüfen, okay, läuft mit der CPU nach dem Bauen wirklich alles richtig. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch eben Thermark, auch komplett kostenlos natürlich das Tool, sind alle komplett kostenlos die Tools. Da können wir unsere Grafikkarte maximal belasten und wir gehen jetzt einfach mal auf 2560x1440p, weil es eine 4060 ist. Ihr könnt hier dann noch Anti-Aliasing anmachen oder ausmachen, ihr könnt hier Fullscreen machen, was auch immer. Ihr könnt hier dann, direkt ist noch GPU-Z und so weiter integriert. Ihr habt auch Benchmarks, die ihr durchlaufen lassen könnt. Ich mache jetzt einfach mal aber den Stresstest an, weil das ist auch wieder ein kontinuierlicher Dauerstresstest, mit dem ihr dann einfach testen könnt, was eure GPU denn so macht. Und ja, der läuft hier jetzt. Hier unten habt ihr natürlich auch dann einen Graphen, der jetzt auf 1440p in einem 4K-Monitor sehr, sehr klein ist. Aber theoretisch würdet ihr das hier auch sehen. Ihr könnt dann natürlich auch wieder in HW-Info 64 alle Werte auslesen, was einfach bequemer ist. Oder zum Beispiel dann wieder Afterburner laufen lassen und hier oben das OSD dann haben. Aber ja, Thermark stresst eure Grafikkarte einfach komplett, belastet die maximal 100% Auslastung durchgehend. Und damit könnt ihr dann prüfen, okay, läuft die Grafikkarte richtig? Muss ich vielleicht mal Wärmeleitpaste bei der Grafikkarte wechseln, muss ich vielleicht irgendwas an den Gehäuselüftern ändern, damit mehr Luft auf die Grafikkarte draufkommt. Und ja, damit könnt ihr einfach feststellen, ob mit der Grafikkarte alles passt, was meiner Meinung nach nach dem Selbstbau wirklich als allererstes passieren sollte, weil es ist blöd, wenn man dann den PC zusammengebaut hat, dann benutzt man ihn und dann merkt man, oh, meine CPU überhitzt komplett oder meine Grafikkarte überhitzt komplett. Und so kann man das Problem dann halt einfach direkt am Anfang erkennen und muss dann nicht wieder alles komplett auseinandernehmen. Das letzte Tool, das ich euch zeigen möchte, ist ein Tool, das auch bei diesem Video hier extensiv zum Einsatz gekommen ist und auch bei all meinen Videos zum Einsatz kommt, nämlich OBS, die Open Broadcaster Software. Werden mit Sicherheit auch einige von euch kennen. OBS ist eigentlich ein Tool für Streaming.
Streamer, um eben auf den verschiedenen Streaming-Plattformen streamen zu können. Da kann man verschiedene Szenen einstellen und so weiter, verschiedene Quellen, bla bla bla, alles Mögliche. Die eine Funktion, die meiner Meinung nach aber für Gamer richtig, richtig cool ist, ist die Aufnahme- bzw. Screen-Recording-Funktion. Ihr seht hier jetzt natürlich die Kaskade der Unendlichkeit, weil ich OBS mit OBS aufnehme und dann sieht das Ganze eben so aus. Aber das macht erstmal nichts. OBS ist auch super einfach zu verstehen. Wenn ihr einfach nur damit aufnehmen wollt, dann zeige ich euch jetzt kurz, wie das geht. Ihr geht in die Einstellungen rein, geht dann hier auf Ausgabe und dann hier auf Aufnahme. So, den Encoder würde ich immer auf NVENC K264 lassen, wenn ihr eine Nvidia-Karte habt, weil, und ja, OBS funktioniert mit Nvidia-Karten einfach besser. Die Ausgabe würde ich nicht umskalieren, nehmt da einfach immer die native Bildschirmauflösung, die ihr habt. Und dann setzt ihr die Bitrate auf 40.000 oder sowas. Wenn ihr bei 4K seid, passen 40.000. Wenn ihr auf 2K seid, dann könnt ihr auch 20.000 oder sowas machen. Verändert dann halt, wie groß die Dateien sind. Voreinstellung habe ich immer Max Qualität, wenn ich meinen Screen recorde, und Profil ist auf High. Ihr seht dann hier unten links die Szenenübersicht. Ihr könnt ja auch neue Szenen erstellen natürlich oder so viele ihr wollt. Ich lasse jetzt einfach mal Szene 2, weil das meine Recording-Szene ist. Und dann müsst ihr hier noch Quellen hinzufügen. Ich habe jetzt einfach mal die Bildschirmaufnahme hinzugefügt. Ihr könnt ja aber auch noch andere Quellen hinzufügen. Zum Beispiel jetzt eine Fensteraufnahme, um ein bestimmtes Bild aufzunehmen, oder zum Beispiel auch hier habt ihr Spielaufnahme, dann könnt ihr Games recorden und so weiter und oder halt darstellen. Also wäre jetzt natürlich auch das gleiche, wie wenn ich streamen würde, dann würde ich hier auch Spielaufnahme machen, damit es halt im Stream dargestellt wird. Aber genauso könnt ihr dann eben auch recorden. Alles, was recorded wird, ist immer in diesem Fenster drin. Ihr könnt ja zum Beispiel auch Bilder einfügen, indem ihr dann sagt, okay, ihr macht hier Bild und fügt dann hier ein Bild ein, und dann wird alles, was ihr hier seht, in diesem Bereich wird dann aufgenommen als, ja, on-screen Recording. Ich habe hier zum Beispiel auch noch eine Audio-Eingabeaufnahme hinzugefügt. Das ist mein kleines Headset-Mikro, das da drüben dran ist, damit ich einfach später dann in Premiere die Bildschirmaufnahme und meine Kameraaufnahme synchronisieren kann. Und so könnt ihr zum Beispiel ganz easy Videos erstellen und Commentaries machen oder, keine Ahnung, ihr könnt damit alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt halt einfach euren kompletten Bildschirm super easy und super schnell aufnehmen, in einer Top-Qualität, wenn ihr die Einstellungen einmal richtig drin habt, ohne dass ihr irgendwas machen müsst oder zahlen müsst. Und das ist, finde ich, einfach ein richtig geiles Feature, weil gerade als Gamer will man vielleicht auch einfach mal zeigen, wie gut man ist, so eine kleine Montage, so ein Quickscope-Montage aufnehmen. Und es geht mit OBS halt einfach super easy. Und hat natürlich auch viele andere Einsatzzwecke, aber gerade jetzt hier als Gamer finde ich es natürlich geil, dass man seine Sachen einfach easy aufzeichnen kann und ja, damit Spaß haben kann. Gut, dann sind wir für heute eigentlich auch schon wieder durch. Mir ist völlig bewusst, dass viele von euch die Programme mit Sicherheit schon gekannt haben werden, aber ich denke, für Neueinsteiger in dem Bereich sind es wirklich hilfreiche Tools, die meiner Meinung nach unerlässlich sind, und vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen einfach weiterhelfen, und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich alles erreicht, was ich mit dem Video erreichen wollte. Aber vielleicht war ja auch für erfahrene Leute jetzt der ein oder andere Geheimtipp mit dabei. Vor allem Fan-Control finde ich immer wieder interessant, dass es kaum jemand kennt, obwohl es halt wirklich ein richtig, richtig geiles Tool ist. Dann sind wir für heute durch, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Ist für euch, wie gesagt, komplett kostenlos, hilft mir aber ungemein weiter. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr auch gerne auf meinen anderen Plattformen vorbeischauen. Ich bin auch überall aktiv. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung auch alles verlinkt natürlich. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.